Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des besten Spoils. Wenn ihr möglich, ich liebe die schlimmen Spiele. Sollen wir da runterspringen? Ja. Ich würde eins mal probieren, gerne. Da drauf zu gucken. Wie seltsam, ich bin langsamer geworden. Was? Ist langsamer geworden? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, Verbesserung möglich. Wenn jedes Mal mal besser würde, wenn das da steht, dann würden wir 90% des Spiels zu verbessern. Einfach da der Seite laufen. Oh! Da fehlt aber ein bisschen was. Ich frag mich, wie lange diese Mine hier schon nicht mehr benutzt wird. Scheinbar eine halbe Ewigkeit. Guck mal, jetzt innerhalb von noch nicht mal 2 Minuten hätte ich mir 2 Mal verbessern können. Genau aus diesem Grund mache ich das nur alle paar Folgen. Jumbenwambo. Okay, ich bin wirklich ein bisschen erschrocken. Ich muss dranbleiben. Nein! Glaubst du? Mein armer Freund! Spring! Das war mal ein Überraschungsmoment, würde ich mal ganz klar sagen, oder Leute? Plötzlich fährt dieses Ding los. Alter, bin ich erschrocken. Wo sind wir? Es sollen menschliche Spuren finden. Du, hier war so lange kein Mensch mehr. Ein Portal. Auch Clumsy, ich hoffe, dass wir noch nur kurz spielen können. Aber ich glaube. Und schon ist alles sauber. Wir gehen jetzt zurück zu Gargamels Hütte. Oh. Oder noch nicht? Perfetto, Rissimo. Kommt es mir nur so vor oder spielen wir mit ihm wesentlich mehr wie mit Sturm? Sturmi. Oder wir brauchen einfach länger wie mit Sturmi. Und. Oh, super. Niemals im Leben schaffe ich diesen Sprung. Vielleicht kommt es ja darauf an, wo ich schieße. Nee. Ich habe eine Idee. Oh, come on, bitte spiel. Hier muss es doch irgendwas geben. Ah! Ja, ich habe die falsche Pflanze. Aber da ist die richtige. Einmal nehmen, geschwind. Zurück. Und. Jetzt holt mal das Ding hier. Jawohl! Wir haben gut getimt. Wir waren gut in Time. Wir waren gut in Zeit. Oh, das ist die heilige Magie. Alles ist weg. Und da rauf, mein lieber Freund. Hops, hopsi, hops.
Wir sind ein kleiner Hase. Die Kristalle werden natürlich. Die Kristalle sind wirklich sehr wichtig. So. Und jetzt da unten unter dem Portal. War das beabsichtigt? Ich glaube, wir hätten den Würfel noch wegmachen müssen. War das beabsichtigt, dass wir da durchkommen? Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war. Ich glaube es wirklich nicht. Guck mal, da ist das Ding. Gewässt. Naja, wir müssen dieses Ding hier auf jeden Fall runterkriegen. Ist das tatsächlich ein Pfeil? Der mich sagt, das muss runter. Nein, das ist eine Spiegelung. Vielleicht? Nee, niemals im Leben kann ich da hochspringen. Ich brauche ein Hilfsmittel. Boah, es ist hell. Was ist denn das da oben? Damit kann ich mir nicht helfen. Achtung, es überhöht! Yes! Ja gut, ich kann da runterspringen, aber das bringt mir nicht viel. Nein, da unten ist ja auch nichts. Das ist ein Trampolin. Yes. Los! Schlumpf! Nein! Nicht ohne mich, mein Freund! Und einmal hops! Und da rein! Ich werde ihn nach dem Weg fragen. Was schaffst du, Schlumpf? Du kannst ihn nicht nach dem Weg fragen. Ach nee. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will gar nicht mit einer Kröte kämpfen. Hier eine Karotte! Ja! Ich muss gegen eine Kristallkröte kämpfen. In einem Spiel musste ich gegen einen Baum kämpfen, dann gegen eine Gurke und jetzt gegen... Alter! Gegen was ich alles schon gekämpft habe. Also, ich sag's euch. Aua! Rüt!
Bitte, ich will nur mit dir befreundet sein! Ja. Ich will dir doch gar nichts machen! Hier eine Karotte! Komm schon, mein kleiner Freund, hä? Komm schon! Hab ich etwas gewonnen? Es tut mir leid, Kleiner. Wir hätten Freunde werden können. Gut, ich kann durch. Da ist das Portal. Gut, Gargamel's Hütte. Habe ich ja schon 10.000 Mal gesagt, aber ich glaube, jetzt werden wir wieder zurückkommen. Glauben Sie, es gibt später, übrigens, wenn wir die Story durchgespielt haben, einen freien Modus. Zumindest war es im anderen Spiel so, also beim Vorgänger. Da konnten wir jederzeit zu den Schimpfen wechseln, die wir wollten. Bedeutet, vielleicht werden wir dich, mein Kleiner, nochmal steuern. Ja, deine wunderbare Karotte, ne? Guten Appetit! Komm, die lassen wir als Andenken da. Ha? Ich sag nie wieder, dass wir da zurückkehren. Wir bleiben für immer ja gefangen, ne? Dieses Spiel, das macht's aber auch spannend, ne? Weil beim letzten Mal, wo so ein Boss da war, haben wir den Spieler gewechselt. Also war bis zum Ende. Deswegen dachte ich, dass wir jetzt dort sind. Ah! Jetzt haben wir die Karotte dort gelassen. Kleiner Schlumpf, lauf! Nein! Komm gegen diesen Wind an! Der Wind ist das wirklich das Nervigste in diesem Game. Wieder ein Kampf. Ah, nur 13 Stück. Ich schaffe dich ja im Schlaf. Hm, schon vorbei. Perfekt. Alter, wo bist du wirklich aufgekreuzt? Hallo! Wer kommt denn als nächstes? Oh, seid ihr niedlich! Seid ihr niedlich? Ja, hallo! Vorbei? Ja, drauf ich, gell? Mein kleiner, süßer Schlumpfi-Freund. Ah! Langsam könnten wir mal wieder upgraden. Fokus, dreifach. Schießt langsamer, dafür aber äußerst präziser und verheerend. Nö. Dreifach Schuss wäre doch. Oh, ich kann's gar nicht. Schade. Ja, da haben wir schon alles, ne? Dann machen wir mal hier. Gesundheit. Was? Haftung. Geschosse bleiben an der Kristallkreatur. Haften. Explodieren mehrmals hintereinander. Jedes Geschoss explodiert 3 weitere kleine Geschosse. Ich kann's ja eh nicht. Gut. Das war's, keine Kristalle mehr. Das stimmt, Kleiner. Höp.
ich hab so viel Spaß. Natürlich Verbesserung. Aus dem Weg! Nein! Boah, da habe ich mich erschrocken. Oh! Dieses Spiel ist bei manchen Stellen so gemein, gell? Plötzlich bricht da die Brücke runter. Muss man mir so einen Schrecken einjagen? Muss das sein? Verdammter Mond. Was zu futtern? Nein, die Karotte. Okay, Leute. Damit will ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, von heute.